Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich euch erklären, wie man sich mit der Schallzahnbürste von Curaprox, der Hydrosonic Pro, richtig die Zähne putzt. Außerdem habe ich ein weiteres Gewinnspiel für euch und darüber hinaus bombastische Neuigkeiten. Also bleibt dran! Diesmal möchte ich euch nicht so lange auf die Folter spannen und gleich mit dem Gewinnspiel beginnen und euch erklären, wie man teilnehmen kann. Zunächst einmal kurz vorweg, die Schallzahnbürste hat mir Curaprox gestellt, also ein großes Dankeschön an dieser Stelle für das zur Verfügung stellen dieser Schallzahnbürste für mein Gewinnspiel. Wenn ihr diese Schallzahnbürste gewinnen möchtet, dann müsstet ihr bitte einmal unten in die Kommentare schreiben, welche Videos ihr euch in Zukunft von mir wünscht. Also welche Themen, worüber soll ich meine Videos machen, was interessiert euch am meisten. Vielleicht auch mehr Ami on Tour Videos, wo es ein bisschen interaktiver alles ist. Oder lieber die Videos wie jetzt, wo ich vor der Kamera stehe und euch gewisse Dinge erkläre. Was ist euch lieber, was soll ich in Zukunft für Videos machen? Teilnehmen kann jeder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, der älter ist als 14 Jahre. Das Gewinnspiel beginnt heute mit diesem Video und endet am 1. Mai um 10 Uhr. Der Gewinner wird dann mittels eines Zufallsgenerators bestimmt und in einem meiner zukünftigen Videos bekannt gegeben. Unter dem Video, in dem ich dem Gewinner bekannt gebe, muss denn der Gewinner einmal seine E-Mail-Adresse schreiben, damit ich ihn kontaktieren kann und seine Adresse in Erfahrung bringen kann. Alle Teilnahmebedingungen stehen auch noch einmal unten in der Beschreibung. Außerdem ist es hilfreich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch auf die Glocke drückt, denn dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und so verpasst ihr auf keinen Fall, wenn ich den Gewinner bekannt gebe. Außerdem würdet ihr mich damit auch unterstützen und meinen Kanal unterstützen, dass er wächst, dass ich mehr Leuten helfen kann mit meinen Videos. Und deswegen würde ich mich ganz besonders darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Gerne folgt mir auch auf Instagram. Auf Instagram habe ich letztes Mal, als ich den Gewinner ermittelt habe, auch Stories gemacht. Ihr wart quasi fast live mit dabei. Ich habe euch auf jeden Fall schon sehr viele Einblicke gegeben, bevor ich das YouTube-Video veröffentlicht habe. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch, mir auf Instagram zu folgen. Da bekommt ihr nochmal viel mehr mit als nur hier auf YouTube. Und dann möchte ich mich noch einmal ganz, ganz herzlich bei euch für eure zahlreichen Kommentare bei meinem letzten Gewinnspiel bedanken. Und vor allem waren das so liebe Kommentare. Ich habe mich so sehr gefreut. Ihr habt mir so liebe Sachen geschrieben. Und ich habe einfach nochmal realisiert, wie viel meine Videos euch schon geholfen haben und wie viel Wert ich euch damit bringen konnte. Und das freut mich natürlich richtig, richtig doll, wenn meine Mühe hier auch belohnt wird, indem ich euch helfen kann. Und ihr habt so liebe Sachen geschrieben. Ich hätte am liebsten jedem von euch eine Schallzahnbürste nach Hause geschickt. Und es tat mir so leid, dass ich das nicht konnte. Und deswegen habe ich mich noch einmal bei Curaprox für euch eingesetzt und einen Rabattcode für euch ausgehandelt. Und zwar bekommt ihr mit dem Code DRAMI20 20% auf den gesamten Warenkorb im Onlineshop von Curaprox. Und das nicht nur auf die Erstbestellung, sondern auf jede Bestellung. Ist das nicht genial? Ich habe mich so gefreut, euch das ermöglichen zu können. Der Code gilt voraussichtlich bis zum 30. Juni, also 3 Monate. Es kann sein, dass dieser Code noch einmal verlängert wird. Das kann ich jetzt aber noch nicht versprechen. Ich weiß es noch nicht. Aber darum würde ich euch empfehlen, ich blende den Code einmal ein, macht einen Screenshot davon oder schreibt ihn euch in die Notizen und wann immer ihr bei Curaprox bestellt, gebt einfach mal den Code ein und probiert aus, ob er noch funktioniert. Es kann sein, dass er dann nicht mehr gültig ist, aber es kann auch sein, dass er verlängert wurde und immer noch gültig ist. Also probiert es einfach am besten bei jeder Bestellung einmal aus, ob er noch funktioniert. Und dann ist mir noch ganz, ganz wichtig zu sagen, ich habe diesen Code bei Curaprox für euch angefragt. Ich wollte euch das ermöglichen und einen Code für euch haben. Und Grundvoraussetzung, die Bedingung, die ich als erstes gestellt habe, ist, ich möchte weiterhin meine ehrliche Meinung sagen können.
Und da war Curaprox zum Glück auch sofort begeistert und hat gesagt, auf jeden Fall, wir wollen das auch, dass du deine ehrliche Meinung sagst. Curaprox steht ja selbst für Aufklärung. Und deswegen haben sie gleich gesagt, natürlich, sag deine Meinung, was immer du willst, wir schreiben dir nichts vor. Das wollte ich aber noch einmal klarstellen. Hätte mir Curaprox oder irgendeine andere Firma vorgeschrieben, was ich zu sagen habe in meinen Videos, hätte ich es definitiv nicht gemacht. Denn was bringt euch das langfristig? Klar, kurzfristig spart ihr erstmal Geld mit dem Code, aber ich denke, langfristig ist es doch für euch wertvoller, wenn ich meine ehrliche Meinung sagen kann. Und das ist mir einfach am allerwichtigsten. Und darum war das auch Grundvoraussetzung. Und umso mehr freue ich mich und bedanke mich bei Curaprox, dass sie ermöglicht haben, dass ich euch diesen Code geben kann und mir die Freiheit lassen, in meinen Videos zu sagen, was immer ich möchte. Und dann möchte ich jetzt auch endlich mit dem eigentlichen Video beginnen und euch erklären, wie man sich mit der Schallzahnbürste, der Hydrosonic Pro von Curaprox, richtig die Zähne putzt. Und dafür nehme ich selbstverständlich wieder Oskar zu Hilfe. So, da ist Oskar. Ist ja schon wieder eine Weile her, dass er mit in meinem Video war. Ich habe ja schon ein Video gemacht, wie man sich mit einer Schallzahnbürste richtig die Zähne putzt. Ich verlinke euch das noch einmal. Schaut unbedingt rein. Dieses Video, was ich damals gemacht habe, gilt vom Prinzip her immer noch. Allerdings hat die Hydrosonic Pro ja einen etwas anderen Bürstenkopf. Und zwar ist der Bürstenkopf tropfenförmig und nicht länglich wie bei eigentlich allen anderen Schallzahnbürsten. Und die äußeren Borsten sind etwas länger als die inneren Borsten. Das sollte man auf jeden Fall beachten, wenn man sich mit dieser Schallzahnbürste die Zähne putzt. Ein paar allgemeine Dinge wiederhole ich nochmal. Wenn ihr mit einer Schallzahnbürste putzt, dann legt die Bürste nicht ganz gerade an, sondern etwas im 45-Grad-Winkel. Das heißt, auf der Außenseite links oben ein bisschen 45 Grad schräg nach oben geneigt, auf der anderen Seite genauso 45 Grad schräg nach oben. Das hat den einfachen Grund: erstens ist das Zahnfleisch ein bisschen breiter als der Zahn und ihr möchtet das Zahnfleisch gerne mitputzen. Das heißt, daraus ergibt sich sowieso schon mal so eine leichte Schräge. Und außerdem kann man in diesem schrägen Winkel den Übergang vom Zahn zum Zahnfleisch besser mit reinigen und die Stelle unterhalb des Zahnfleisches, diese Nische, wo sich ganz viele Bakterien sammeln, am besten mit reinigen. Das ist also die eine Sache, dieser 45-Grad-Winkel. Dann ist wichtig, dass ihr keinen Druck verwendet. Und ihr habt mich oft gefragt, was heißt kein Druck? Kein Druck heißt wirklich kein Druck. Ihr legt die Zahnbürste nur auf. Überhaupt keinen Druck verwenden, nur auflegen. Die Borsten sollen den Zahn und das Zahnfleisch berühren. Mehr nicht. Den Rest übernimmt die Zahnbürste. Ihr müsst vor allem keine Putzbewegungen in dem Sinne mehr machen. Also ihr müsst eigentlich die Zahnbürste nur ein bisschen über die Zähne gleiten. Das Einzige, was ihr noch machen müsst, ist, dass ihr die Borsten dort auflegt, wo sie putzen sollen und das ohne Druck. Also wenn ich das in einem Satz zusammenfassen müsste, dann wäre das die Beschreibung, wie man sich hiermit richtig die Zähne putzt. Legt die Borsten überall dort auf, wo sie putzen sollen und das ohne Druck. So einfach ist das. Also, Video beendet, war nett mit euch, auf Wiedersehen. Nein, ich erkläre euch natürlich noch ein bisschen mehr, aber das ist es wirklich auf den Punkt gebracht. Kein Druck ist deshalb wichtig, damit die Borsten einerseits frei schwingen können. In dem Moment, wo ihr aufdrückt, wird die Schwingung einfach gebremst und die Borsten schwingen nicht mehr so frei, sondern ja, können halt nicht mehr richtig schwingen und bleiben im schlimmsten Fall einfach auf der Stelle stehen. Das ist natürlich nicht das, was wir möchten. Sie sollen frei schwingen, um eine möglichst gute Putzreinigung zu gewährleisten. Und ihr möchtet natürlich auch, dass sich das Zahnfleisch nicht womöglich zurückzieht, weil es zu viel Druck abbekommt. Also keinen Druck verwenden. Wirklich nur auflegen, die Borsten. Als nächstes ist ganz, ganz wichtig, überlegt euch eine Putzreihenfolge und behaltet die am besten bei. Ich habe schon ein Video gemacht über eine gute Putzreihenfolge. Schaut mal da rein und guckt euch das Video an, da erkläre ich das alles. Dann der nächste ganz, ganz wichtige Punkt ist, dass ihr langsam über die Zähne gleitet. Also, dass ihr wirklich ein paar Sekunden auf einem Zahn bleibt und insgesamt langsam von Zahn zu Zahn gleitet über die Zahnreihen. Und wirklich langsam ist deswegen so wichtig, weil die Plaque, die ihr ja wegputzen wollt, die ist klebrig, die haftet an dem Zahn. Und wenn ihr mal angenommen, ihr putzt
schneller rüber, dafür vielleicht häufiger, ja? Ist es immer noch weniger gründlich und ihr werdet immer noch mehr Plaque dort auf dem Zahn haben, als wenn ihr 5 Sekunden lang auf dem Zahn verweilt und dann langsam zum nächsten Zahn übergeht. Denn es braucht eine Weile, bis sich die Plaque gelöst hat, weil sie eben so klebrig ist und so an dem Zahn haftet. Und dann ist es wichtig, dass ihr auch das Zahnfleisch mitputzt. Das heißt, ihr legt die Hälfte des Bürstenkopfes auf den Zahn und die andere Hälfte auf das Zahnfleisch. Und jetzt habe ich häufiger die Frage bekommen, ja, wenn ich das so mache mit der Hälfte auf dem Zahnfleisch, dann ist ja die andere, in dem Fall untere Hälfte des Zahnes, ja frei. Die wird ja gar nicht mitgeputzt, wenn ich das so mache. Mein Zahn ist ja länger. Und das habe ich in meinem letzten Video wahrscheinlich nicht ganz deutlich erklärt. Also wenn ihr das macht mit der Hälfte auf dem Zahnfleisch, ja, dann ist es normal, dass ein gewisser Teil hier an der Höckerspitze, an der Kauffläche nicht mitgeputzt wird. Das heißt, ihr bewegt die Zahnbürste auf dem Zahn und putzt auch natürlich den anderen Teil des Zahns, also im Oberkiefer auch den unteren Teil des Zahns mit, sodass ihr im Endeffekt die ganze Zahnfläche putzt und nicht nur die obere Fläche am Zahnhals. Aber es ist halt so wichtig, dass die Hälfte auch auf dem Zahnfleisch zu liegen kommt, dass ihr auch den Teil mitputzt. Denn einerseits soll das Zahnfleisch massiert werden und andererseits wird nur so gewährleistet, dass ihr richtig gut den Zahnhals und den Sulcus, also den Übergang vom Zahn zum Zahnfleisch, richtig mitputzt. Denn in dieser Nische sitzen die Bakterien und wenn da Bakterien sind, dann entstehen Zahnfleischentzündungen und letztendlich kann daraus eine Parodontitis entstehen. Oder aber ihr könnt dort eine Zahnhalskaries bekommen. Also ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das mitputzt. Ihr bewegt also die Zahnbürste ein bisschen auf dem Zahn, auf und ab und auch vor und zurück. Geht ruhig ein bisschen mit um die Kurve rum. Der Bürstenkopf ist ja so gestaltet, dass er einen Backenzahn ganz gut umgreifen kann. Dadurch, dass die äußeren Borsten länger sind als die inneren, umgreift er so einen kleinen Backenzahn ganz gut. Aber ich würde euch empfehlen, putzt trotzdem ein bisschen um die Kurve zum Zahnzwischenraum hin. Also etwas den hinteren Bereich zum Zahnzwischenraum und auch den vorderen Bereich zum Zahnzwischenraum. Also diese Kurve des Zahns mitputzen. Bei den Schneidezähnen ist es ähnlich, aber doch ein bisschen anders, weil die Schneidezähne ja eher gerade sind von der Form her. Wenn ihr dort die Zahnbürste einfach nur auflegt, dann berühren in der Regel nur die äußeren Borsten den Zahn. Das heißt, ihr habt eine relativ kleine Auflagefläche, also einen kleinen Bereich, der geputzt wird, weil ja nur die äußeren Borsten den Zahn berühren. Das heißt, hier ist es noch umso wichtiger, wirklich größere Bewegungen über den ganzen Zahn zu machen, sodass ihr am Ende die ganze Zahnfläche geputzt habt. Der Eckzahn hat nochmal eine gesonderte Rolle, weil er so in der Kurve steht. Hier ist es auch wichtig, dass ihr die Kurve mitverfolgt, also dass ihr erst die eine Seite des Eckzahns putzt, dann ein bisschen um die Kurve rumwandert, die äußere, mittlere Fläche quasi des Eckzahns putzt und dann noch weiter rumwandert und die vordere Fläche des Eckzahns putzt. Also der steht immer so in der Kurve, da müsst ihr wirklich die Kurve mitnehmen mit der Zahnbürste an dem Eckzahn. Wenn ihr die Außenseiten der Zähne putzt, haltet ihr die Zahnbürste also waagerecht auf beiden Seiten. Bei den Innenseiten eigentlich auch, aber hier wird es ein bisschen schwierig. Wenn ihr sie ganz waagerecht haltet, dann sind meistens die anderen Zähne hier vorne im Weg. Das heißt, ihr müsst ein bisschen mehr in die Senkrechte gehen und ein bisschen mehr so putzen, um da richtig anzukommen. Dann haben die Borsten natürlich eine andere Schwingrichtung, aber das macht nichts. Also nicht ganz senkrecht halten und nicht ganz waagerecht, sondern so ein bisschen in der Mitte sozusagen, dass ihr da gut ankommt. Und die Schneidezähne putzt ihr von der Innenseite, indem ihr die Zahnbürste senkrecht haltet. Also oben und unten die Innenseiten am besten senkrecht putzen. Dann ist die Frage, wie putzt man die Kauflächen? Ihr könnt natürlich die Zahnbürste einfach gerade drauflegen, aber bei dieser Form des Bürstenkopfes habt ihr das Problem, dass wieder nur die äußeren Borsten aufliegen und in dem Fall sogar nur auf den Höckerspitzen. Also ihr müsst wieder bedenken, die inneren Borsten sind ja kürzer und wenn ich einfach nur die Zahnbürste auflege, dann berühren jetzt die äußeren Borsten die Höckerspitzen. Und der Zahn geht aber ja in der Mitte in die Tiefe, da hat er ja dieses Tal, die Fissur nennt man das.
und die wird so gar nicht richtig mitgereinigt. Das heißt, ich würde euch empfehlen, so mache ich das immer, dass ihr erst die eine Hälfte der Kauffläche putzt und dabei die Borsten so auflegt, so ein bisschen schräg, dass sie von der Mitte, von der Fissur bis zur äußeren Höckerspitze alles putzen. Und dann nochmal genau umgekehrt, etwas schräg in die andere Seite, wieder jetzt die andere Hälfte putzt, von der Mitte des Zahns, also von der Fissur aus bis zur Höckerspitze, die andere Seite putzt. Dann möchte ich noch auf zwei Stellen hinweisen, die die meisten Leute vergessen. Das ist einmal die Rückseite von dem letzten Zahn. Dort putzt ihr auch am besten wieder senkrecht, also haltet die Zahnbürste senkrecht und putzt so die Rückseite von dem letzten Zahn oben und auch genauso unten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So unten. Und dann gibt es noch eine Stelle, die eine Sonderrolle hat. Und zwar habt ihr ja hinter dem Eckzahn den ersten kleinen Backenzahn. Und der steht auf der Innenseite ein bisschen über. Ihr habt hier also den Zahnbogen, die Schneidezähne und der Eckzahn stehen alle in einem geraden Bogen. Und dann kommt da auf einmal so eine Kante. Das ist dieser kleine erste Backenzahn, der hier natürlich vorsteht, weil er breiter ist als der Eckzahn und breiter ist als die Schneidezähne. Und diese Fläche, die müsst ihr auch mitputzen. Und wenn ihr jetzt so die Innenseiten putzt bis zum Eckzahn und dann so weiter putzt die Innenseiten der Backenzähne, dann wird diese kleine Stelle hier, die ja nach vorne zeigt, nicht mitgeputzt. Die müsst ihr gesondert mitputzen, indem ihr die Zahnbürste genauso hinhaltet. Am besten etwas senkrecht und die Borsten zeigen nach hinten auf diese Fläche drauf. Und so putzt ihr diese Flächen. Einmal hier, genauso auf der anderen Seite und auch genauso unten. Und da kommt ihr am besten an, indem ihr die Zahnbürste mit den Borsten nach hinten richtet. Also ihr macht am besten diesen Bogen, führt den aber weiter, bis die Borsten hier nach hinten zeigen, diese Fläche putzen. Und dann könnt ihr rumschwenken und die Innenseiten der Backenzähne putzen. Worauf ihr noch achten solltet beim Zähneputzen, ist, dass ihr wirklich den allerletzten Zahn auch mitputzt und die Zahnbürste weit genug nach hinten führt. Das sehe ich bei meinen Patienten ganz oft, dass sie irgendwie den letzten Zahn vergessen. Es ist natürlich auch noch ein bisschen erschwert dadurch, wenn man jetzt hier außen den letzten Zahn putzt, da ist immer die Wange im Weg und die Wange drückt dagegen. Man hat da hinten nicht viel Platz. Das kommt natürlich noch hinzu. Aber trotzdem müsst ihr einfach darauf achten, dort richtig mitzuputzen. Die Außenseite des letzten Zahns im Oberkiefer, das ist auch eine schwierige Stelle, wo oft nicht so gut geputzt wird. Und im Unterkiefer ist es auch außen, weil da wieder die Wange im Weg ist, eine sehr schwierige Stelle. Aber genauso auf der Innenseite, da ist die Zunge im Weg und die Zunge drückt dagegen. Und hier putzen auch viele entweder gar nicht weit genug hinten und vergessen die hinteren Flächen einfach, oder aber sie putzen hier das Zahnfleisch nicht mit. Also hier müsst ihr wirklich runter bis zum Zahnfleisch. Und das könnt ihr, wie gesagt, meistens nicht, indem ihr ganz waagerecht haltet, dann würdet ihr nur den oberen Teil putzen, sondern etwas schräge halten und dann wirklich bis zum Zahnfleisch runter alles mitputzen. Und auf eine Sache möchte ich euch noch hinweisen. Ich kann an den Zähnen meiner Patienten ablesen, ob sie Rechts- oder Linkshänder sind. Hä, wie geht das denn? Fragt ihr euch jetzt bestimmt. Man sieht an dem Putzverhalten, ob jemand mit der rechten oder der linken Hand putzt. Und das ist auch ganz logisch. Denn als Rechtshänder hat man die Zahnbürste in der rechten Hand. Und dann putzt man die Außenflächen so, greift dann um und putzt hier diese Seite, außen, die rechte. Und diese Kurve hier, die wird vergessen. Da haben ganz, ganz viele Rechtshänder schlecht geputzt. Und ihr müsst einfach darauf achten, entweder ihr macht nur bis zur Mitte, wechselt dann und macht von der Mitte weiter bis nach hinten. Oder aber, wenn ihr wirklich rüber putzen wollt, macht weit genug. Ihr könnt euren Arm noch weit nach hinten bewegen. Man kann es kaum glauben. Die meisten hören hier auf, aber euer Arm kann durchaus noch weiter nach hinten geschoben werden. Und genauso, wenn ihr wechselt,
Nicht hier einfach aufhören, sondern weiter nach vorne. Euer Arm ist ganz beweglich und das klappt wunderbar. Und dann achtet am besten auch darauf, wenn ihr umgreift, an welchem Zahn ihr aufgehört habt, dass ihr beim nächsten Zahn weitermacht und keinen überspringt. Also als Rechtshänder ist die Kurve rechts, außen und auch innen ganz, ganz schwierig. Also das vergessen die meisten. Und als Linkshänder natürlich die linke Seite. Und dann möchte ich euch noch einmal ganz kurz erklären, wie man sich mit dem Single-Bürstenkopf richtig die Zähne putzt. Und zwar könnt ihr damit ja sehr, sehr gut den Zahnfleischsaum, also den Übergang vom Zahn zum Zahnfleisch putzen. Und dafür haltet ihr diesen kleinen Bürstenkopf einmal in die Mitte der Zähne. Also ich putze nicht nur den Übergang hier oben zum Zahnfleisch, sondern auch immer gleichzeitig noch mit den Bereich zwischen den beiden Zähnen. Und dabei ist es sinnvoll, wenn ihr den nicht einfach zack in die Mitte reinhaltet, sondern die eine Seite des Zahns putzt und auch die andere Seite des Zahns putzt und nicht einfach nur in die Mitte das haltet, sondern ein bisschen ja, geneigt. Und so könnt ihr richtig gut die Zähne entlang fahren, dass ihr erstmal hier den Zahn putzt, dann den Zahnfleischsaum, dann die andere Seite des Zahns und während ihr nach oben wieder zum Zahnfleisch geht, jetzt die Seite vom Zahn dahinter, oben den Zahnfleischsaum und hier wieder runter und dann die andere Seite vom Zahn hoch zum Zahnfleisch rum und wieder runter und drehen, hoch, Zahnfleisch und wieder runter. Und das ist eine ganz gute Methode, um den Zahnfleischsaum, aber auch den Bereich zwischen den Zähnen richtig zu putzen. Und genauso würdet ihr auch eben die Kronenränder putzen oder auch bei Implantaten, gleiches Spiel. Ja, dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und drückt auch auf die Glocke, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden und werdet informiert, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und wenn ihr irgendwen kennt, der auch vielleicht Probleme mit seinen Zähnen hat oder Interesse einfach nur Wert auf seine Zähne legt und sich da weiterbilden möchte, dann schickt ihm doch einfach mein Video und teilt es mit denjenigen, von denen ihr glaubt, dass mein Video ihm oder ihr auch helfen kann. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.